So, das ist der Willkommensüberblick von Eclipse. Wenn wir das aus Versehen schon mal geschlossen haben, dann kommt man da wieder mit Help Welcome hin. Dann klicken wir auf Tutorials und dann sehen wir hier ein Tutorial zur Hello World Applikation. Genau das ist, was wir haben wollen. Dann stehen hier die Schritte, die wir durchlaufen sollten. Der erste Schritt nach der Einführung ist, wir sollten in die Java-Perspektive wechseln. Das hier sind wir schon, also diese Anordnung von Ansichten. Das ist immer die Perspektive, in der wir sind. Hier sieht man auch die Perspektive. Das ist die Java-Perspektive. Wir können auch nochmal, um wirklich nur mal auf Nummer sicher zu gehen, auf Window, Perspective, Open Perspective, Other und dann wählen wir Java aus. Und genau, wir sehen, wir waren schon drin, hat sich nichts geändert. In der Perspektive sind verschiedene Sichten. Hier in dieser Sicht werden zum Beispiel unsere Projekte und Dateien angezeigt, wenn wir welche erstellt haben. Hier in dieser Sicht ist normalerweise der Editor. Also hier steht jetzt, wir müssen als erstes mal ein Projekt erstellen. Also wir können nicht einfach nur so eine Java-Datei erstellen. Hier in dieser Entwicklungsumgebung muss alles in einem Projekt sein. Also entweder klicken wir auf hier Create Java Project oder auf Datei Neu Java Projekt. Dann geben wir dem irgendeinen Namen. Das, also der Name hier ist echt ziemlich egal, welchen Namen wir da nehmen. Genau, dann können wir das mit dem Modul, das gucken wir uns später an. Was ist also im Moment, wenn wir das erstmal alles so lassen wollen, dann sagen wir jetzt einfach Finish. Und dann sehen wir, hier wurde ein Projektordner erstellt. In diesem Projektordner habe ich wohl irgendwas nicht gelöscht. Machen wir das besser nochmal. Also nochmal das gleiche. Mal 2. Wieder alles so lassen und Finish. Genau, und jetzt sollte der auch einigermaßen leer sein. Genau, es gibt so eine Modulinfo. Gucken wir später an, was mit der auf sich hat. Da ist echt fast nichts drin, nur hey, wir haben ein Modul. Jetzt müssen wir eine Klasse erstellen, unsere Hello World Klasse. Wir auch wieder sagen, Datei neu, Klasse. Und weil wir nur ein Projekt haben, ist dann auch klar, dass die Klasse in dem Projekt erstellt wird. Wenn wir mehrere Projekte haben, dann können wir zum Beispiel auf den Source Folder hier klicken und da sagen Neue Klasse. Dann weiß er auch schon, wo die Klasse erstellt werden soll. Der Klasse geben wir jetzt irgendeinen Namen. Hello World zum Beispiel. Jetzt steht hier, dass das Default Package nicht verwendet werden sollte, also dass man bei Package am besten auch noch was eingibt. Also wir können jetzt zum Beispiel eingeben, irgendwas, naja, de.buw als Klassifizierung aus Deutschland, die Bauhaus-Uni Weimar ist unser Paket. Und diese Namen hier, das können wir uns später, gucken wir uns später auch noch an, was damit auf sich hat. Erstmal ist es sinnvoll, die zu haben, wenn wir das leer lassen. Ist es in den neuesten Java-Versionen problematisch? Also am besten irgendwas hier reinpacken unter Package. Und dann sehen wir, dann wird das auch so erstellt. Auf der Festplatte sieht man, dass das tatsächlich verschiedene Ordner wären. Und dann gibt es unsere Hello World-Klasse. Und die deklariert auch ihr Package. Können wir erstmal ignorieren. Dann müssten wir jetzt hier unsere Main-Methode erstellen. Also wir können jetzt hier zum Beispiel mal Main tippen und dann versuchen, das vervollständigen zu lassen. Also da gibt es ein paar Hotkeys, zum Beispiel normalerweise Steuerung Leertaste. Dann schlägt er einem vor, wie man das vervollständigen kann. Hier schlägt er vor, hey, möchtest du eine Main-Methode haben? Sagen wir ja, wollen wir haben. Jetzt ist das so ein bisschen nicht so schön eingerückt. Wir können das jetzt automatisch einrücken lassen. Also da Steuerung Shift F würde dann automatisch das Ganze formatieren. Dass es schön aussieht, automatisch eingerückt, genau. Und jetzt wollen wir hier noch irgendwo unser System Out Printline. Dann machen wir das mal System Out Printline. Uns wird hier dauerhaft schon vorgeschlagen, wie wir weiterschreiben wollen. Das können wir auch gerne annehmen. Oder wir können es auch selber tippen. Und dann wollen wir sagen Hello World. Genau. Wenn wir das jetzt ausführen wollen, dann müssen wir nicht irgendwie auf die Konsole gehen und kompilieren und ausführen. Wir können einfach sagen, wir machen einfach so einen Rechtsklick und sagen Ausführen als Java-Anwendung.
Und dann macht er eine kleine Konsole hier auf und führt das Ganze als Java-Mimik auf aus.